Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich diese super leckeren Haferquarkbrötchen gebacken und das sind die Zutaten, die wir brauchen. 250 Gramm zarte Haferflocken, 250 Gramm Quark, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz und 100 ml Sprudelwasser, also ganz normales Mineralwasser. Zuerst kommt das Backpulver und das Salz mit rein, das vermische ich erstmal. Mache ich erstmal mit einem Löffel hier. Dann kommt das Sprudelwasser mit rein. Und anschließend auch Quark. So, und das wird jetzt alles gut miteinander vermischt. Ich mache das erstmal mit dem Löffel. Tja, ich denke, ich muss direkt mit der Hand weitermachen. So, dann kann sich das alles besser verbinden. Einfach alles miteinander kneten. Verkneten schön. Das geht auch super schnell. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und jetzt werde ich einfach aus der Masse, da nehme ich mir mal mit angefeuchteten Händen, nehme ich mir hier ein bisschen und forme das erste Brötchen. Einfach. So, das lässt sich auch super formen. Genau, packe ich mir hier auf ein Backblech mit Backpapier. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Brötchen etwas kleiner geformt. Und jetzt werde ich die Oberfläche mit etwas Wasser bestreichen. Die sahen mir nämlich viel zu dick aus. Da habe ich sie spontan nochmal umgeformt. Ließ sich auch wunderbar machen. So, und jetzt werde ich die Oberfläche einfach so ein bisschen anschneiden. Und dann habe ich hier Sonnenblumenkerne. Damit werde ich die Brötchen halt ein bisschen dekorieren. So, und die wandern jetzt für circa 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen. Meine Brötchen sind fertig, habe sie gerade rausgeholt und die sehen total lecker aus. Die riechen auch super, super lecker. Seht euch das mal an. Ich lasse sie jetzt abkühlen und dann werde ich eins aufschneiden und schauen, wie das Brötchen von innen aussieht. Jetzt sind die Brötchen so weit abgekühlt, dass ich mal eins aufschneide. Schnapp mir mal dieses, das sieht ja richtig lecker aus. Oh ja,
schon mal sehr knusprig von außen. Die können sich doch sehen lassen. Guckt euch das mal an, auch schön weich. Die sind auch nicht zu klebrig, zu nass innen drin. Also super, super gut geworden. Da freue ich mich total. Und die duften so lecker. So sehen die von der anderen Seite aus. Also total lecker. Da kann ich euch nur empfehlen, die unbedingt nachzubacken. Ja, die lassen wir jetzt noch weiter abkühlen. Und dann lassen wir uns die schmecken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch gutes Gelingen und guten Appetit, wenn ihr diese Brötchen nachbackt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert kostenlos meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.